Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und recht herzlich willkommen hier auf der Elbtal. Ja, heute wollen wir ja unsere neue Produktion beliefern und ich habe auch noch Mais gefunden, denn bei der, ja, wir sehen's nach dem Intro. So, wollen wir nicht lange warten. Den Kameraden haben wir ja repariert und aufgetankt. Der darf jetzt die Eier holen. Frische Lager, Beladung. ÖM. Nee, nicht Ölmühle. Wir wollen ja zu unserer neuen Produktion. Das war doch, wie hieß das nochmal? Meyers Manufaktur. Hier. Anlieferung Paletten. Das machen wir einmal. Und abfahren. So, Mais habe ich gefunden. Wir haben ja an die Kartonfabrik, haben wir ja Mais geliefert, damit wir endlich unsere Verpackungen kriegen. Und da hat nicht alles reingepasst. Das heißt, wir haben jetzt Mais übrig. Und das können wir da auch hinjagen. Ich muss jetzt nur kurz da dabei bleiben, weil ich muss die Eier ja aus dem Lager holen, quasi. Fahr aber mal eben schnell mit, da kann ich auch einen Schluck trinken. Oh, bin noch groß, sehe ich gerade. Aha, seht ihr? Und zack, zum Glück noch gemägt. Dem Trinken sei Dank. Ja, das sind jetzt 32 Paletten. Verstehe ich nicht, warum beim Livestream da nur 16 waren. Keine Ahnung. So, sind wir ja gleich da. Hier schon mal aussteigen. Und dann gehen wir hier ins Lager. Und müssen nur auf den Kameraden warten hier. Der hier angedockt hat. In der Zwischenzeit suche ich schon mal die Eier. Brötchen, Lamm, Brot, Karotte, Tomate, Trauben, Honig, Eier, da sind sie. Bei 30 Paletten und raus damit. So, eingeladen haben wir sie alle. Das heißt, er sollte jetzt gleich merken, dass er voll ist und losfahren. Rein theoretisch. Ja, macht er auch. So, jetzt gucken wir mal bei der Kartonfabrik. Zellstoff weg. Nee, komm, ich zepp mich hier durch, da bin ich schneller. Irgendwo muss da der LKW stehen. Da ist er.
Seht ihr, da haben wir noch Mais. Das bedeutet, die können wir abkippen. Ebenfalls bei Meyers Manufaktur. Anlieferung, Schüttgut und Abfahrt. Da sind noch knapp 200.000 Liter. Das sollte ein paar Einheiten Popcorn geben. Lecker Popcorn. Können wir uns das Filmchen angucken? Oh, ich hab gestern. Er will ja nicht raus. Ja. Muss ich mal nachbessern bei Gelegenheit. Ich würde sagen, wir verplempern keine Zeit. Wir machen ein Wurmloch und sehen uns dann bei Meyers Manufaktur wieder. Und da kommt's auch schon. Hui! So, da hat uns das Wurmloch ausgespuckt, direkt vor der Bahnschranke. Da rechts ist Meyers Manufaktur. Da liefern wir jetzt die erste Ware an. Die Eier sind noch unterwegs, da gucken wir gleich, wo die sind. Jetzt schauen wir erstmal, ob der da reinkommt in das Loch. Ja, da muss ich auch noch ein bisschen weiter geradeaus fahren. Aber das ging jetzt. Laut, laut, laut! Na, traut sich da nicht rein. Das ist ein Krach hier. Ja. Ah. Der Mais ist angeliefert. Da fahren unsere Eier. Mal gucken, ob der sich reintraut. Ich mach das gleich wieder an hier. Ach ja. Dann läuft wieder eine Produktion mehr. Sobald unsere Ziele erreicht sind, also sprich die 100 Millionen im Lager und alle Produktionen am Laufen, müssen wir uns dann einem neuen Projekt zuwenden. So, hier links haben wir ja die Meyers Manufaktur. Ja, die Anlieferung ist ein bisschen eng hier. Mal gucken, ob sich der LKW traut durchzufahren. Der hat hier auch keine Probleme beim Reinfahren. Die
schaut's hier aus jetzt? Ja, der denkt sich Augen zu und durch. Der fährt da rein. Wunderbar. Aber zu weit, oder? Aber da kriegt der alles runter. Ne, die vorderen Eier, die bleiben drauf. Da muss ich noch den Punkt etwas versetzen. Oder sind wir voll? Geht nicht mehr rein. Lass uns mal gucken. Zack. Zack, dann suchen wir mal die Meier. Meiers Manufaktur. Popcorn. Mais haben wir drin. Eier. Ja, da gehen nicht mehr Eier rein. Aber Popcorn wird schon mal hergestellt. Die Eier brauchen wir für irgendwas anderes. Wahrscheinlich für die Reibekuchen. So, dann können wir die wieder einlagern jetzt hier. Frische Lager, Anlieferung, Paletten und Abfahrt. So, was ich jetzt noch machen möchte, bevor ich es vergesse, die Tiere, die muss ich mal wieder kontrollieren. Den Schafen geht's gut, die haben genug zu futtern. Unsere Kühe, ja, seht ihr die Milch, lohnt sich da nicht großartig was zu machen. Die Ziegen, Ziegenmilch 12.000, ja. Aber denen geht's auch gut, die haben Fressen. Die Schweine haben alles Stroh, könnte man denen mal wieder geben. Ja, wir werden denen mal etwas Stroh reinhauen. Schwupps. Dann nehmen wir jetzt einfach... Ne, komm, ich gehe in die Spedition. Spedition, da brauche man dich. Mit dir fahre ich jetzt zum Hof. Hof, Hof, Hof. Ich habe doch gar keinen Strom mehr, oder? Fällt mir gerade ein. Let me look. Das muss ich natürlich jetzt überprüfen. Guter Silo. Ne, wir haben da keinen Strom mehr. Gucken wir mal im Streiklager, ob da noch Stroh liegt. Düngefabrik. Biogas, ach da. Streiklager. Hüpf. Ah, falsche Seite. So. Stroh. Da habe ich noch Stroh. Seht ihr? Stroh. 500.000. Okay, okay. Also wieder ab zur Spedition. So. Dann steigen wir hier ein. Mit dir fahren wir dann in unser Logistikzentrum. Logistikzentrum, da ist es. Streiklager, Beladung, Schüttgut. Zack. Das bringen wir dann zu den Tieren. Tieren, und zwar zu den Schweinen. Schweinen, Schweine, Schweine, Kühe, Futter und Strohanlieferung. Da sind wir. Und das ist dann Stroh. Stroh, 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 Stroh. Steine, Stroh. Machen wir einmal. Wir machen es jetzt. Tja, hätte ich ein bisschen gewartet, hätte ich dir da sich die Nase angehauen, mein Freund.
So, wir gucken mal, ob wir noch eine Produktion finden. Wir haben ja hier oben angefangen. Da ist nichts mehr mit Produktion. Da gehen wir mal darüber. Die Hammer, da oben ist noch eine. Die Konservenfabrik. Gehen wir mal hin. Haben wir die auch gekauft? Gucken wir uns gleich mal an. Was macht denn die? So, was können wir da machen? Was? Eingelegte Oliven? Ich wollte gerade sagen, da ist doch ein Punkt dran. Nee, fangen wir mal oben an. Gemüsekonserven. Was brauchen wir da? Karotten, Mais haben wir nicht. Und Tomaten. Eintopf. Oder brauchen wir ganz viele, aber überall Mais. Sauerkonserven, Essig, Zwiebeln, die bauen wir jetzt eh an, die Zwiebeln, eingelegte Oliven, was ist denn das hier, Olivenöl, Olivenöl, tatsächlich. Jo. Ich will mal ganz kurz in die Kartonfabrik gucken. Wie nennt sich denn die? Zellstoffwerk. So, Pappe, da wird nichts eingelagert, mein Freund. Sondern da werden wir verteilen. Um Essen sollte ich mich mal kümmern. Als nächstes, die ganzen Booster. Wurde wieder geblitzt. So. Essen. Wo fährst du hin? Hallo? Ach, du fährst, du holst das Stroh. Genau. Stimmt ja. So, ich möchte jetzt halt endlich mal gucken. Catering. Das ist die Nudelfabrik. Catering Service. Zack. Ah, da ist auch laut. Oh. So, jetzt gucken wir uns auch mal an. So, B, Catering Service. Oh, da gibt es einen Haufen zum Essen. Essen. Lachs. Fischpommes. Das könnte man ja machen. Da wird auch Reibekuchen hergestellt und den ganzen Kram. Raus kommt hier Essen. Das werden wir gleich mal umstellen. Verteilen. Veganes Menü. Nee, ich glaube, am einfachsten zu produzieren wäre jetzt tatsächlich hier Pommes. Ja, gut, müssen wir uns anders mal drum kümmern. Ich denke mal, jetzt haben wir ein paar Produktionen mehr. Da müssen wir uns noch ums Einfahren kümmern. Was ist denn hier in der Nähe beim Catering Service? Catering Service, welches war das jetzt? Hier, Catering Service. Haben wir da irgendwas in der Nähe? Da oben. Alles Verkauf Ost. Also gut. Nehmen wir den hier. Schaffen wir das noch? Ne, wir schaffen das nicht mehr. Unsere Zeit ist schon wieder um. Na gut, dann warten wir noch ganz kurz auf die LKW mit die Futterstroh für die Schweine. Ist das schon am Anliefern?
Ach, da habe ich die falsche Abladestelle. Du bist noch hier runter. So, jetzt kannst du heimfahren. Wo ist mein Stroh? Wo ist mein... Da ist mein Stroh. Ach, der fährt jetzt erst los. Ja komm, dann machen wir hier noch ein Wurmloch. Wir treffen uns bei den Schweinen wieder und da kann ich mich dann auch von euch verabschieden. Bis gleich und da kommt's auch schon. Hui! Tada! Wir sind bei unseren Tieren. Ich steige hier mal aus. Oh, Eier sind auch bald wieder voll. Die können wir dann verkaufen. So, hier sollen die Schweinchen ihr Stroh kriegen. Ja, gleich ist soweit, meine Freunde. So, jetzt geht ihr, da habt ihr ja schon wieder. Geht alles rein? Ne, da geht gar nicht alles rein. So, den Rest kippen wir einfach Hof ins Futtersilo und abfahren. So, wir bleiben hier. Ich verabschiede mich jetzt bei den Schweinen von euch. Komm, wir gehen mal mitten rein ins Geschehen. Hui! So. Liebe Regie, mach mal das Gegrunze weg. Ich würde mich ganz gerne verabschieden. Ha, vielen Dank. Dann werde ich mich jetzt mal wieder grande machen. Und mich in den Mittelpunkt stellen hier. Falsche Taste. So, sieht besser aus. Natürlich gehe ich auch in die Tanzposition. So, und mit dieser Sauerei hier bedanke ich mich jetzt bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Wenn ja, dann schaut doch gerne morgen wieder rein. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und natürlich gilt wie immer, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich sag dann schon mal Tschüss, Arrivederci und Goodbye. Bis zum nächsten Mal, euer Obi. Das Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schaum muss rein. Und heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Schaum muss weiter gehen, auf Wiedersehen.